Und herzlich willkommen zu diesem absolut random Video bzw. Vlog von mir. Das ist, glaube ich, mein dritter Vlog auf diesem Kanal. Und ehrlich gesagt weiß ich gar nicht genau, was in diesem Video passieren wird, denn ich habe gerade frei. Das heißt, ich muss weder zur Schule, noch habe ich meine Abiturergebnisse. Ich habe gerade einfach ganz viel Freizeit und es ist so komisch. Und ich dachte mir, vielleicht ist es ja ganz interessant, mal zu sehen, wie die Zeit nach dem Abi ist, was ich so mache, wenn ich machen kann, was ich will. Und genau, stehe gerade in meinem Zimmer und überlege, was ich noch machen möchte heute. Ich habe auf jeden Fall noch geplant, dass ich mir Videoideen aufschreibe für YouTube, ein bisschen lese, mit meinem Hund rausgehe und einfach das schöne Wetter genieße. Es ist nämlich draußen richtig schön und sehr überbelichtet gerade. So, jetzt seht ihr es. Es ist sehr schön draußen. Jetzt sieht man mich aber nicht mehr. Naja, jedenfalls habe ich gerade viel Zeit und auch, ich genieße es einfach, weil es einfach schön ist, mal ein bisschen abschalten zu können. Genau, das war es eigentlich von mir. Jetzt würde ich sagen, beginnen wir mal das Video. Mal schauen, wann ich mich wieder melde oder welche Videos ich mit reinnehme. Ich habe jetzt auf jeden Fall noch vor, mein Zimmer ein bisschen aufzuräumen. Ich weiß, das mache ich irgendwie in jedem Vlog. Aber mein Zimmer ist doch immer ein bisschen ordentlich und ordentlich. Und deswegen räume ich das jetzt mal kurz auf. Hallöchen, neuer Tag, neuer Energy Drink und ich habe mein Zimmer immer noch nicht aufgeräumt, aber das ist ja auch nicht schlimm, denn wir haben Ferien und heute wird ein richtiger Self-Care-Tag. Ich will das schon ewig machen und habe mir vorgenommen, dass ich heute in die Stadt fahre und einfach mal ein bisschen rumbummel. Ich weiß noch nicht, wo es hingeht, aber ja, das ist übrigens meine ASMR-Kulisse hier, nur bei Tageslicht, deswegen sieht es wirklich ganz anders aus. Ich wollte jedenfalls zu Rossmann und zu DM, weil bei DM muss ich meine Fotos abholen. Ich habe so Fotos entwickeln lassen, die muss ich abholen. Und bei Rossmann wollte ich einfach mal ein paar Kleinigkeiten kaufen. Und ich brauche nämlich ein bisschen Skincare, ein bisschen dies, ein bisschen das. Und was wäre da besser als ein kleiner Drogerie-Markt-Hall? Wenn ihr darauf Lust habt, mache ich das am Ende. Ich kann es gar nicht fragen. Ich mache am Ende einfach einen kleinen Haul, wenn ich Zeit dazu habe. Und ich würde sagen, ich nehme euch heute einfach mal ein bisschen mit. Ich trinke das gerade mit Strohhalm, weil ich irgendwo mal gelesen habe, dass das die Zähne schützt. Ich bin süchtig nach Energy Drinks. Okay, so schlimm ist es nicht, aber durch die Abi-Zeit habe ich immer so viel gelernt und so wenig geschlafen, dass ich die Dinger für mich entdeckt habe. Let's go. Alle. So, mittlerweile ist es 12 Uhr und ich fahre jetzt erst los, also let's go. Thank you.
So, back in the car. Ich hatte ja erst die Idee, dass ich euch im Auto einen Haul drehe, aber hier drin ist es so warm. Da geht gar nichts. Ich muss erstmal was trinken. Oh, hier ist da kein Sprudel drin. So. Erstmal was trinken und dann fahre ich ins Gym. Große Empfehlung. Schmeckt voll lecker. Das ist ohne Zucker, steht drauf. Und das habe ich mal mitgenommen bei Rossmann. Yummy. Ihr könnt ja mal raten, was ich für meine Sachen bezahlt habe. Ich kann das ja dann am Ende auf eure Kommentare antworten. Es ist gar nicht so viel gewesen, wie erwartet. Aber trotzdem artet es bei mir immer aus. Unter anderem habe ich mir 3 Pakete von denen hier bestellt. Gekauft. Ich liebe die. Und ja, die habe ich mitgenommen. 4 von meinen Lieblingsproteinriegeln. Oh Leute, ich sag's euch, die sind so lecker. Die hier. Riesen. Oh, ich esse euch mal ein. Riesenempfehlung. Himmlisch. Richtig, richtig lecker. I like. So, ich bin gerade nach Hause gekommen. Das Setup könnte schöner sein. Ich habe mich hier einfach auf den Boden gehockt und habe hier meinen Einkauf. Und den zeige ich euch jetzt. Ich habe gekauft, hatte ich euch ja vorhin schon gezeigt, Erbsenwaffeln. Das sind die besten. Es gibt auch Linsenwaffeln von der Marke, die schmecken komisch, die schmecken so nach Kurkuma. Da würde ich eher die von der Eigen-Bio-Marke von Rossmann empfehlen, Ena Bio oder so heißt die. Aber die finde ich nicht gut. 1, 2. So, ich muss noch ein drittes. Hoffe ich. Ich habe eigentlich 3 gekauft. Ah ja, 3. Toll. Genau. 3 Stück für 3 Tage. Nein. Aber die sind schon echt lecker. Ich hoffe, das hat gerade nicht so doll geknistert. Man hat mich verstanden. Und dann habe ich mir gekauft eine Wimpernzange. Ich habe nämlich keine eigene. Ich habe die immer von meinen Mitbewohnern, also meinen Eltern, meiner Schwester geklaut. Jetzt habe ich eine eigene. Duschöl zum Abwaschen von Sonnenschutz. Das habe ich gelesen im Internet, dass man Sonnencreme mal abwaschen soll. Deswegen habe ich mir das gekauft. Das ist auch gerade im Angebot. Ich habe ja auch ein paar Videos eingeblendet. Vielleicht könnt ihr das eine oder andere nachkaufen. Ich kann nicht sprechen. Dann dieses Shampoo. Weil meine Kopfhaut relativ empfindlich ist. Und da steht drauf, ultrasensitive. Top, top. Das habe ich mir gekauft. Dann Erdnussmus. Das ist sehr, sehr flüssig und ich liebe das. Dann kann man es nämlich so übers Porridge rüber machen. Kann ich empfehlen. Das hier ist besser als das von der Eigenmarke und kostet, glaube ich, gleich viel. Dann mein Autoschlüssel. Habe ich mir die hier gekauft. Oh, die sind richtig gut. Kann ich auch empfehlen. Das sind solche frische Pastillen Mango-Limetten-Geschmack. Immer wenn ich so einen komischen Geschmack im Mund habe, mag ich die ganz gerne. Und dann habe ich mir die hier gekauft. Das ist so ein Teelichthalter. Einfach nur fürs ASMR machen. Ja,
So weit ist es mittlerweile gekommen, aber ich lieb's. Das habe ich eben mitgenommen. Und ich habe noch was fürs ASMR gekauft. Also mehr oder weniger. Den hier. Ich habe nämlich keinen eigenen. Habe ich, glaube ich, auch schon mal in einem Video erzählt. Und ja, eigentlich brauche ich auch keinen. Habe ich die letzten Jahre nicht, aber Mic Brushing ist einfach ein richtig cooler ASMR-Sound. Deswegen habe ich mir das mal gegönnt. Die hier brauchte ich. Mein Handy rutscht gerade. So, die hier brauchte ich. Habe ich mitgenommen. Einfach Wattestäbchen. Davon habe ich mir zwei gekauft. Ich bin hin. Das kann ich auch eigentlich nicht so lassen. Das hält nicht. Zwei habe ich mir davon gekauft. Ich glaube, ich stelle mal ganz kurz was dahinter. So, Erdnussmus regelt. Was steht jetzt dahinter? Das habe ich nicht gekauft. Die habe ich bei DM gekauft, nicht bei Rossmann. Der Rest ist komplett von Rossmann. Das hier, Reisflocken. Die sind nämlich richtig günstig und damit kann man super Reiscreme machen. Ja, das sind gut fürs Gym, wenn du ins Fitnessstudio gehst. Dann probier die mal aus. Sehr lecker. Mit Proteinpulver einfach verrühren. Yep. Sowas habe ich auch noch gekauft. Fliegenköder. Brauche ich für unseren Hühnerstall. Da sind nämlich immer richtig viele Fliegen. Genau. Fotos. Reinigungsöl. Das ist mein Liebstes zum Abschminken abends. Ach ja, dann war ich noch in der Bücherei und habe zwei Bücher ausgeliehen. Genau. Das war's. Alle. Und ja. Haul beendet. Ratet mal, wer vergessen hat, dass er die noch in der Sporttasche hatte. Ja, die habe ich auch noch gekauft. Ich zeige euch die mal eben. Es waren mal vier. Davon. Und den. So bin ich gestrandet mit meinen Proteinwaffeln und meinem iPad und bearbeite schon das nächste Video. Ja, das war's von mir. Ich glaube, ich habe genug gelabert. Mein Vlog ist ziemlich voll. Und ich hoffe, er hat euch gefallen. Das sind richtig random Zusammenschnitte gewesen, aber I like. Und ich finde solche Vlogs immer sehr unterhaltend, deswegen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommentiert gerne. Und bis zum nächsten Mal.